Jojojo, herzlich willkommen wieder zu Need for Speed Payback. Wir werden jetzt mal unseren neuen Drifter hier ein bisschen auf Vordermann bringen. Wir waren vor uns gerade in der Werkstatt und im Tuning-Job. Aber so viel gibt es für das Auto noch nie. Darum werden wir jetzt erstmal hier den Drift und den Block noch etwas machen. Um vielleicht noch ein paar Punkte auszuholen, um den Block zu bauen. Außerdem ist das Auto neu. Du schaust mal wieder an die Lenkung gewöhnen, weil das Auto ja komplett neu gebaut ist. Das ist für Rug gewesen, was wir gesucht haben. Da muss man sich ja dann entscheiden, als was man das Rug aufbauen will. Da habe ich mich entschieden, dass ich den hier als Drift aufbaue. Ja. So, dann haben wir das Event schon mal geschafft, ja. Ja, und wieder gibt es eine schöne Speedkarte. Wahnsinn. Jawohl, 5 Nitro. Kann man nicht gut gebrauchen beim Drifter. So, und weiter geht's. Jetzt nehme ich ihn hier an. Ich bleib eh nicht auf der Straße. Zaubern wir ein paar Drifts hin. Das Vorteil an dem Auto ist, dass man wirklich bis 390 aufbauen kann. Bei den meisten Autos kann man bis 300 aufbauen, aber man macht das mal. Da man aus dem Auto irgendwann das Superbild-Auto machen kann, finde ich das mega. Also kannst du wirklich vom Grund auf bis zum Ende fährst du das Auto durch. Guck mal, zweihändig. Wenn du ja schon mal eine irgendwelche Anregung habt, ob das also eine Art Vorbild bekommen soll oder was wir für Auto irgendwann mal als nächstes holen. Wir haben auch noch drei Wracks offen, die wir suchen müssen. Könnt ihr ja mal sagen, was wir aus den anderen drei Wracks noch machen wollen. Also wie gesagt, das ist jetzt ein Drifter geworden. Dann haben wir ja den Ford Mustang noch. Da haben wir ja einen Track Racer draus gemacht. Und dann haben wir noch drei andere Wracks und da könnt ihr ja mal unten einschreiben, wenn ihr wollt, was wir aus denen dann machen wollen. Ob wir da Ray, was
Razor werden soll, also Runner werden soll und was halt was haben wir noch? Trackhammer. Schreibt's einfach mal unten rein. Könnt ihr auch schon mal reinschreiben, was ihr schon Vorstellungen habt. Von der Farbauswahl von Lack her. Wehe, Tai hat das verpasst. Ja. Wir fahren jetzt erstmal noch ein bisschen rum, dass wir noch mal Speedkarten freischalten können. Weil ich mich erstmal ein bisschen an das Auto gewöhnen würde sagen. Er ist der Beste. Na dann. Jawohl. Das ist doch mal eine Spitzenkarte. Und weiter geht's. Yeah.
nenne ich Präzisionsdrifting. Gucken wir, was wir jetzt noch verkaufen bekommen. Haben wir es auf jeden Fall vom Motor her noch einiges an Bums bekommen. Da brauchen wir mehr Power. Das ist noch alles wild zu lasch. Getriebestufe 6. Mega. Okay. Wieso ist das jetzt schlechter? Das verstehe ich nicht. FPS, ne? Hä? Das verstehe ich nicht. Was sagen die? Bauen wir die ein oder was machen wir? Eine gute Frage, ne? Brauchen wir Höchstgeschwindigkeit beim Driften? Wird natürlich auch damit dann genau der Bonus wegnehmen. Ach, deswegen geht er, weil der Bonus dann weggeht. Alles klar, jetzt verstehe ich es. Ja, Sprung da um die Landung. Der Bonus, ja, kriegen auch später wieder einen Bonus. Also, bei meinen hat es ja schon ein bisschen mehr Power in dem Motor. Dann mal los, los! Jetzt muss man den Kunden freisetzen werden. Checkpoint verpasst. Na. Jetzt ist wohl gerade komplette Wurm drin bei mir. Naja. Wir haben hier jemanden, der es absolut drauf hat. Over and out. Hallo Kalle. Wenn einmal der Wurm drin ist, ist er drin. Ich habe einen Lauf. Cool. Wir haben das noch ein bisschen rausgeholt. Oh, es ist langweilig, weil es immer wieder die gleiche Strecke ist. Aber einfacher kann man kein Geld verdienen. Von Speedkarten. Hier, Beschleunigung 7, bam, bam. Ruckzuck wird das Auto hochgelevelt. Das läuft von der Leistung her, wird es keine riesen Maschine werden. Aber so ein Drifter, ne? Und
entschuldigt, wenn ich jetzt am 20 Mikrofon müsste, aber ich bin ja immer noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ihr seht mich nach. Ihr seht mir das nach, sagt man das so. Oder man sagt einfach, ich hoffe, entschuldigt mir das. Dann zeige ich mal was. Seht ihr, wie das mit Geschwindigkeit besser geht bei dem Auto? Scheiße! Na, sag mal nicht. Das Geld wächst. Ach, okay. Da würde ich sagen, die tauschen wir ein. Da haben wir Token mehr und Wanderwinkel. Ich hoffe, ich langweile euch damit nicht. Aber wir müssen erstmal das Auto ein bisschen hochleveln, bevor wir überhaupt irgendwelche reinfahren. Damit wir überhaupt eine Chance haben. Und da das Eraser ist, den wir auf jeden Fall behalten werden, bis zum Ende durchziehen werden. Müssen wir erst ein bisschen hochpowern. Wie lange ziehst du ihn noch durch, Mac? Ich wünschte, das könnte ewig so gehen. Merkt irgendwie von der Motorleistung halt besser wird. Man kann die Drifts besser ziehen. Klar, hat es viel mit der Geschwindigkeit zu tun. Du ziehst das durch. Obwohl mit der Motorleistung wird es so nicht funktionieren. Na, super. Nitro, schon mal klasse. Ja. Was wollen wir da sagen? Einbauen. Und fahren. Gut, Leute, ich will euch jetzt erstmal nicht weiter nerven. Wir fahren das Rennen noch. Dann breche ich nochmal das Rennen ein bisschen weiter. Damit ihr nicht allzu genervt seid. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich will erstmal noch mehr Geld sammeln.
Comeback? Ich liebe es! Und immer weiter! Mein Fehler! So, also ich haben wir nochmal gewonnen. Also wie gesagt, ich fahre jetzt noch ein paar Rennen weiter. Mache jetzt mit dem Video Schluss und dann starten wir direkt im Anschluss, wenn ich hier fertig bin mit dem neuen Video. Und dann ciao, ciao, haut rein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Anregungen habt. Und Ideen, was wir mit den nächsten drei Rucks machen. Suchen müssen wir sowieso noch die Wracks. Aber ihr könnt mit entscheiden, als welchen Wrack mir was machen. Das müsste dann noch ein Pickup werden. Dann der Käfer fehlt uns noch. Und ich schlappe dann noch so eine Ami-Karre. Also schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns. Ciao, ciao.